Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, einfach positiv bleiben und für diesen müssen wir König Goppermark in der Operation Mechagon auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, während das Heilige Zahnrad geladen ist. Und was ist das Heilige Zahnrad? Und zwar ist das ein Rad, das dort über seinem Thron geplaced ist und das muss aufgeladen bleiben. Und das laden wir auf, indem wir nicht diese Spulen alle aufladen mit diesem Hit, der gerade kommt, sondern dass zwei Spieler diesen Thron nacheinander aufladen. Ihr seht, dieser Hit kam, ich habe einen Buff gekriegt, der 20 Sekunden läuft. Und jetzt ist es so, dass ein Spieler direkt zum roten Mark gelaufen ist, das ist dort, wo der Thron ist, und dort dieses Zahnrad auflädt. Ein anderer Spieler, ihr seht, jetzt stellt sich der Paladin da schon hin, kurz bevor sein Buff ausläuft, rennt er hin und lädt auch wieder das Zahnrad auf, denn das ist nur so etwa 20, 25 Sekunden aufgeladen und würde dann die Aufladung verlieren. Heißt, am Anfang ist es so, es ist aufgeladen, sobald der erste Schlag kommt, läuft der erste Spieler hin, lädt es auf. Dann kurz bevor beim zweiten Spieler der Buff abläuft, lädt er es wieder auf und dann geht es quasi mit dem nächsten Schlag so auf, dass es durchgehend aufgeladen bleibt und das spielt ihr den ganzen Kampf. Was das hier ein bisschen schwieriger macht, denn ihr habt quasi zweimal diese Aufladung weniger auf die verschiedenen Konstrukte, die wir hier außen anschalten können. Heißt, ihr habt jetzt dementsprechend weniger von diesen Laserdingern aktiv, die euch die Mobs wegschießen und dementsprechend wird der Kampf wesentlich härter. Die Gruppe sollte deswegen schon einigermaßen gut equipped sein, dass ihr hier das Achievement spielen könnt. Sonst werdet ihr relativ leicht von diesen ganzen Ads überrannt. Im Endeffekt ist es dann nicht sonderlich schwer. Teilt zwei Spieler ein, die das machen und mehr ist es eigentlich nicht. Das Zahnrad habt ihr jetzt kurz gesehen. Das sieht man überhalb dem roten Mark quasi. Da ein bisschen aufblitzen. Hier seht ihr das nochmal kurz. Und das muss durchgehend leuchten. Ihr könnt euch hier auch das Achievement quasi an den Rand ziehen, dass ihr es tracken könnt. Solange es weiß ist, klappt es mit dem Zahnrad. Sobald es einmal rot wird, hat sich das. Hier haben wir nochmal das letzte Mal aufladen. Ihr seht, der DH geht sofort hin, lädt das Zahnrad wieder auf und dementsprechend hauen wir den Boss um und müssten dann auch gleich das Achievement bekommen. Und tada, da seht ihr, ploppt's auf. Das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.